B2.5. Unter den Punkten Pn hat der Punkt P2 die kürzeste Entfernung zu m. Zeichnen Sie die Pyramide BCMP2 in das Schrägbild zu B2.1 ein, berechnen Sie sodann die Länge der Strecke MP2 sowie den zugehörigen Wert für x. Gehen wir nochmal auf die Angaben. Unter den Punkten Pn hat der Punkt P2 die kürzeste Entfernung zu m. Also zeichnen wir das mal ein. Kürzeste Entfernung heißt immer Abstand und ein Abstand liegt immer senkrecht zu der entsprechenden Seite. Also hier ist der P1, Pn über P2 liegt jetzt hier irgendwo. Nehmen wir das Geodreieck, legen es an, dass es rechtwinklig zu Sn ist und zeichnen dann diesen Abstand ein. Also bekommen wir hier diesen Abstand, dann muss hier auch der P2 liegen. Weil heißt, man soll die ganze Pyramide BCM P2 einzeichnen, also machen wir das noch. P2 mit B verbinden, mit C und dann noch unten die Grundfläche nochmal. So, dann haben wir alles verbunden. Zeichnen ist fertig. Nächste Aufgabe. Berechnen Sie sodann die Länge der Strecke MP2 sowie den zugehörigen Wert für x. Stürzen wir uns erst auf MP2. Hier sehen wir, ist die Strecke MP2. Die wollen wir jetzt berechnen. Suchen wir wieder ein Dreieck in dem die Strecke MP2 drin liegt. Da bietet sich das Dreieck MNP2 an. Das Dreieck ist rechtwinklig, hier haben wir den rechten Winkel. Wir kennen die Länge der Hypotenuse, die liegt gegenüber vom rechten Winkel. Wir kennen diesen Winkel. Also können wir schon mal was ansetzen. Rechtwinkliges Dreieck heißt, es funktionieren Sinus, Cosinus, Tangens und Pythagoras. Finden wir auf Seite 39 zumindest die Trigonometrie dazu. Also Sinus, Cosinus und Tangens sowie den Pythagoras. Dann nächste Überlegung, welcher dieser vier Sachen hier wird gebraucht. Also Hypotenuse ist bekannt. Wenn das unser Winkel ist, ist das die Gegenkathete dazu, die gesucht ist. Und wenn wir nachschauen, wir arbeiten mit Gegenkathete und Hypotenuse, dann bleibt nur der Sinus dafür übrig. Setzen wir an, Sinus des Winkels, Pn, nennen wir gleich SnM, das ist der ganz große, den haben wir schon öfters benutzt, ist gleich, und jetzt die Länge der Gegenkathete, also unsere gesuchte Strecke MP2, geteilt durch die Länge der Hypotenuse, und das ist in dem Fall Mn. Setzen wir die bekannten Größen ein, Sinus von 55 Grad ist gleich MP2 geteilt durch MN. MN waren 8 cm. Das kann man entweder mit Hilfe vom Solver lösen lassen oder per Umformung, indem wir die Gleichung mit 8 multiplizieren. Also MP2 muss alleine stehen, multiplizieren wir alles, was hier am Nenner steht. Ich drehe die Gleichung gleich noch um und fange mit MP2 an. Ist gleich 8 mal Sinus von 55 Grad. Das kann man jetzt in den Taschenrechner wiederum eingeben. Und dann folgt für MP2 eine Länge von 6,55 cm. Jetzt heißt es hier noch weiter, sowie den zugehörigen Wert für x. Wir erinnern uns, x ist nichts anderes als die Länge der Strecke von S nach P. Also jetzt in dem Fall brauchen wir SP2. Wie kommen wir darauf? Naja, SP2 ist ja nichts anderes als die Strecke SN minus die Strecke P2N. Also, nochmal zur Erinnerung, wir müssen den x-Wert berechnen. Also die Strecke SP2 und SP2 ist nichts anderes als SN minus P2N. Sn ist bekannt, das waren die 13,95 cm aus der ersten Aufgabe. Jetzt brauchen wir noch P2n. Geben wir wieder in unsere Zeichnung.
P2n liegt auch im gleichen Dreieck. Also können wir wieder überlegen, was brauchen wir hierfür. Ja, kann ich die Striche mal nochmal wegmachen. Das ist der Winkel, das ist die Hypotenuse, die bekannt ist. Es wird die Ankathete gesucht. Also schauen wir in der Formel sagen wir nach, welcher dieser Sätze hier funktioniert. Sinus braucht die Gegenkathete, Pythagoras funktioniert nicht, Tangens braucht auch die Gegenkathete und ja, der mit Ankathete und Hypotenuse arbeitet, ist der Cosinus. Also können wir damit die P2n berechnen. Es folgt daraus: Cosinus des bekannten Winkels SNM ist gleich die Ankathete durch die Hypotenuse. Ankathete ist die Strecke P2n und die Hypotenuse wie vorhin die Strecke MN. Da schreibe ich nochmal schön. So, setzen wir wiederum die bekannten Größen ein. Cosinus von 55 Grad ist gleich P2n geteilt durch 8. Das kann man jetzt wieder den Solver erledigen lassen. Oder wir formen wieder um, multiplizieren die Gleichung mit 8, so wie vorhin. Ich drehe die Gleichung auch gleich wieder um. Dann heißt es, P2n ist gleich 8 mal Cosinus von 55 Grad. Das tippen wir in den Taschenrechner ein. Und dann kommt eine Streckenlänge von 4,59 Zentimetern raus. Und jetzt bleibt es noch nichts anderes übrig. Also müssen wir auch hier in diese Formel einsetzen. Dann folgt für SP2 ist gleich 13,95 cm minus die 4,59 cm. Und das sind dann 9,36 cm. Und das entspricht gleich unserem x. Und damit wäre auch die letzte Aufgabe gelöst.